Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Among Us. Ich habe mich heute dieses Mal mit meinen Freunden zusammengesetzt und haben ein paar Runden gespielt. Was da so alles passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe keinen Bock nicht auf Airship. Polus. Airship ist scheiße. Airship. Halt's Maul! Halt du dein Maul, Alter, ich komm gleich rüber. Ihr habt die hier. Demokratie gesiegt! Hey, sei ruhig! Wurde demokratisch entschieden. Ich scheiß auf Demokratie. Ich will sowas wie dort gucken. Ah, dieser eine Punkt, der überhand nimmt. 15 Personen. Und 100% Engineer, 100% Scientist. 3 Imposter. Und dann noch diese tolle Map, oder? Das ist toll. Wird witzig. Ja, ja. Tony Cheroni. Ne, nicht töten, Digga. Bleib mal fern. Ich hab ich nicht. Was? 3, 6, 2, 7, 1. Das ist hier wahrscheinlich 2. 4. Habe ich die 2 schon gesehen? Ne, das ist die 3. Oder wie das? Ne, das ist die 5. Na, hier oben gibt es auch noch einen Raum. Ja, 6 weiter. Gott sei Dank fertig. Noch keiner tot. Okay. Okay. Tunnel läuft komisch. Tony Cheroni. Noch nicht so lange tot, also höchstens 15. Die letzten 20 Sekunden. Das ist relativ lang, oder? Nö, nicht für Herrscher. War nur eine? Ja, also es war nur eine Leiche, deswegen, ja. Mhm. Ja. Ah, okay, ja gut. Also sie liegt in der Dusche, also kurz vor der Dusche. In der Dusche? Nein, kurz vor der Dusche, wenn du so willst, bevor ich mich Welche Dusche? Meinst du Showers oder meinst du... Ja. Wait, kurz vor der Dusche? Ja. Welche Dusche? Da war doch surfen gerade, oder? Da war nicht nur ich, da war auch Chalaxo. Chalaxo. Ja, aber ist Chalaxo nicht, du bist runter mit Richtung Toiletten gelaufen, oder? Aber du bist überhaupt... Also wir reden von der gleichen Dusche, ne? Also nicht die Dusche, wo man sich duscht, sondern die Dusche, die man repariert. Ah, nee, warte, wir waren woanders. Wir waren bei Toiletten. Also, ja, bei Toiletten. Im Handtuchraum. Ja, klar, ja, das ist ja Showers, das weiß ich schon. Ja, es ist Showers, aber es ist nicht unbedingt die Dusche. Ja. Es gibt ja auch noch eine andere Dusche. Ja, wobei, das Ding ist, war in Records, da war Sören und Chalaxo und ich bin runtergelaufen Richtung Toiletten. Was? Wie der Name sich einfach einprägt, der arme Mensch, ey. Oh, nee. Also, ich sag immer Tony Cheroni, ist auch fein. Tony Cheroni. Tony Cheroni. Nein, das ist ein gutes Zimmer. Aber das ist dann wirklich richtig frisch, weil ich war gerade eben noch allein in Showers und habe die Handtücher einsortiert und jetzt gerade mit der Plattform rüber. Wo bist du gerade in Showers? Sagen, wenn der Kill frisch ist, dann kann ich Steffi rausnehmen, also SG. Steffi? SG. Hi. Okay. Ich bin Steffi. Wo bist du gerade hergekommen? Wo ich gerade rausgekommen bin? Ja. Als der Alarm angegangen ist, war ich gerade bei den Toiletten. Nee, die letzten 10 Sekunden. Die letzten 10 Sekunden war ich gerade eben mit Icewind oben im Meeting Room und habe meine ID verifiziert. Achso, ich kann sagen, wenn. Warte kurz. Annika mich nicht gebuddert hat, ist sie zu 100% safe. War da. Okay. Er frecht da unten bei dem allerletzten Umschaltding in der Ecke, wo keiner lang geht, gar nichts.
Also wenn du mich nicht gebuddelt hast, dann... Ja, also. Dann, also. Das ist ja so perfekt. Darf ich noch eine kurze Frage stellen zu einer Task? Ich habe diese scheiß Cargo Bay Task. Nee, darauf gehen wir nicht an. Oh, der. Hast du Pech, Den Trick habe ich schon so viele probiert. Schon so viele. Ich hasse diese Task, ich kann ihn nicht. Links und rechts drehen, wie der Zeiger das anzeigt. Das haben schon... Auf keinen Fall loslassen. Ja, das haben schon so viele probiert. No. Da fallen die nicht drauf rein. Oh, warte mal. Ah, jetzt hab ich geguckt. Ich Idiot. Oh. Tut mir leid. Ich wollte doch ohne. Oh, was sieht denn jetzt schon wieder hier? Okay, ja. Achso, ich bin ja... Ich bin ja doof, ich bin ja der Dingens. Oh, jetzt will ich nicht sterben, jetzt weiß ich, ich bin doch hier was Besonderes. Hallo? Nicht eins Besonderes. Kannst vergessen, ne? Aha! 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 Oho. Die ist gerade umgefallen. Oder? Ich würde gerade sagen, ich bin doch gerade von der Lifeline weg, da war noch niemand tot. Ja. Trixie, Selfie. Ich war halt in den Camps, deswegen bin ich auch voll verwirrt. Ja, dann siehst du doch die Camp. Ja, aber du skippst ja durch. Also ich habe gesehen, dass der mit mir da steht. Rein nicht so. Und dann gehe ich raus. Bist du denn sauer? Nicht mehr da. Junge, ich komme gerade von einem 8-Stunden-Dienst, okay? Ja, dann isst dein Essen sein. Erst auf, Mensch. Ja, ich esse doch. Muss ich jetzt noch Deswegen stehe ich da an den Camps. Gleich leiser gestellt. Warum es für mich nach Self-Report aussieht, ich bin halt gerade rein in den Raum und bei mir ist exakt in der Sekunde der Report-Button aufgeploppt und da wurde direkt reportet. Also es war nee, so also die ist schon 2 Sekunden oder so tot. Gut, dann bin ich nur gerade in den Radius gekommen. Ja, glaube ich. Oder, Laura? Du warst länger als ich. Also ich hab die halt nicht mehr umgelebt. Deswegen war ich gerade oh, so... Oh ja, dann... Ja, Lara und ich haben uns praktisch gerade wirklich abgewechselt an der Lifeline. Das heißt, als sie weg ist, bin ich hin. Aber als ich hin bin, war die schon tot. Das heißt, die ist wirklich 2 Sekunden oder so alt. Ja, das stimmt. Also ich habe auch vor 3 Sekunden oder so geguckt und da war noch nichts. Dann ist es zumindest nicht... SG. Manche, warum lebst du denn eigentlich noch? Weil mich keiner findet. Weil der Marsch dir tatsächlich keine Poster. Der versteckt sich im Van. Der versteckt sich im Van. Hey, woher weißt du das, Guy? Hey, der steht an dem Tresor, weil da eh keiner hin will. Nee. Ich hab geguckt, ob Steffi da steht, aber hab sie nicht gewonnen. Die hat gewonnen. Nee, die macht ganz im Schluss. Viewing Deck. Viewing Deck, danke. Ja. Ja, ich würde sagen, normalerweise kommt man nicht zu einem Taskführer an Airship, aber die Imposter geben sich größte Mühe. Nee, nicht, wenn wir Steffi im Team haben. Hey! Nein! Naja. Ja. Marschi ist auch bekannt dafür, dass er seine Tasks regelmäßig macht. Nicht Sören. Ich habe erst geguckt, ich habe über 700 Mal, glaube ich, meine Tasks komplettiert. Ja, weil du immer tot bist und dann kannst du deine Tasks nachher zeigen. So, Kitchen. Künstliches Lachen kann ich. Hab ich von Shani gelernt. Ich würde gerne noch den. Ah, da. Kannst loslassen. Cool, ne? Muss das Cockpit auch noch. Ah, da hätte ich jetzt wenden können. Oh, das wäre richtig sass gewesen. Aber die baut mich doch. Gauner. Ich bin ein Gauner. Zwei. Tja, stellt man Fragen, warum ich noch lebe? Deko schon tot. Wenn du nach links gelaufen bist, hättest du Lara gefunden, aber du wolltest lieber nach rechts. Ich wollte noch rechts. Wo war die Leiche?
Treppe, also Electrical Treppe hoch und dann links, schräg links. Da kommt noch Toni links, was her, schräg oder? Links. Das ist, wie heißt der Mittelraum? Ich komme gerade auf den Namen. Main Hall. Main Hall. Main Hall. Main Hall. Main Hall. Also Steffi stand an den Camps. Ja. Gixi ist gerade hoch ich noch. War kid, ich war Kitchen. Schlagso, wo bist du hin, nachdem du Cockpit warst? Ich stehe gerade bei Skyline, ich habe gerade den Report-Button gesehen. Ah, könnte ja, sie gekillt haben. Der könnte sie gekillt haben. Nein, 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 die kam nach mir an. Ich habe kurz 2 Sekunden überlegt und dann gereportet, weil ich ein bisschen verwundert war und dann kam sie an. Das stimmt. Ja, ich wäre fast noch vorbeigerannt. Waren gerade jetzt Camps am Ende eigentlich an? Ja. Ah, okay, ja, dann nehme ich dich raus, Steffi. Ja, sie hat den Kill nicht machen, also den Kill auch nicht. Nee, nee, die ist gerade von vor 10 Sekunden von Kitchen Richtung Camps gelaufen. Ja, das hat hin. Ja, aber Tony Schiavone war da auch da in der Nähe, oder nicht? Ich war bei Steffi gerade. Ich weiß nicht, ob sie das gesehen hat. Davor? Als ich mal durchgeswappt hatte. Davor bin ich tatsächlich mal an Lara vorbeigelaufen, aber dann habe ich sie nicht mehr gefunden. Von wo bist du zu Camps gelaufen? Ich war oben irgendwann in diesen, da wo man die Bücher, nicht die Bücher, diese Ordner einsortieren Records. Muss. Genau, also ich kenne mich auf dieser Map so gar nicht aus. Und dann bin ich irgendwann mal runtergelaufen und dann war Lara da und dann... Weiß jemand, wie frisch sie ist? Wie bitte? Weiß jemand, wie frisch sie ist? Ich hab hübsch verstanden. ist eine hübsche. Wie alt? Ist eine hübsche. Wie alt? Also nein, auch nicht alter, aber. Also noch ich sag nur. Schon etwas länger Carol, ich sag nur 29. Da darauf geiert sie hart. Das weiß ich. Ich habe sie noch vor Lights habe ich sie noch verloren. Also bevor Lights ausgegangen sind, habe ich sie verloren. Also da ja, wusste ich nicht mehr so. Ich hatte Lara noch gesehen, wenn sie nämlich schon ein paar Sekunden liegt, dann würde ich Annika rausnehmen dafür. Das Problem ist halt, Toni, wenn du halt den Kopf nach oben nur hast und dir, unter dir liegt eine Leiche, dann siehst du sie natürlich nicht. Was? Ja. Oh. Achso, du ich hab's nicht verstanden. Du bist nicht der Erste, das passiert dir fast jedem, glaube ich. Achso, meinst du, dass ich sie nicht sehen will? Ey, genau. Ey, du hast mich verstanden. Wer weiß. Muss sich dran gewöhnen, Mashallah verstehen wir alle nicht. Immer wieder ein Kommentar. Ne, wenden will ich nicht. Das ist Toni. Toni ist nicht gut. Da wende ich doch weg. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Eine Leiche? Achso, sie war wahrscheinlich da. Wupp. 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 Oh no! Die Carol ist tot. Carol liegt in Kitchen an der Tür, wo man rausgeht. Also zum Licht fixen, rausgeht. Gibt es von dem mittleren Teil, also erstmal, Marshi, bist du Engineer? Wir callen keine Rollen. Wie bitte? Wir callen keine Rollen. Ach so. Also Marshi ist gewendet. Ja, gut. Ja, wow. Frau von Wien! Das Ding ist, Sören ist mir vorher die ganze Leute. Zeit hinterhergerannt. Das hat mich übel. Ja, es war nicht das Internet. Hast du den Stecker gezogen? Ja, klar. Also ach, ich habe keinen Bock mehr, ne? Mit euch. Dann ist jeder Vote, der jetzt auf mich geht, Schwachsinn. Das ist ohne. Wir haben noch 80 Sekunden Zeit. Also ist jetzt weder Kritix und Chillaxe für mich am zassesten. Nee, ich glaube, ich habe Monster gewotet und ich weiß nicht mal warum. Ich habe Tony gewotet.
Einfach. Hallo, Gizzi? Also, danke. Was nein, ist dein nein, Problem? Marsch, ich glaube, ich wollte dich voten, aber meine Maus ist gerade auf Monsters Namen und ich habe die nicht bewegt. Also ist mein Vote komplett ungültig. Ja. Wer hat... Ja. Ja, du bist mir in Showers ganz weird hinterhergerannt. Warte, Vedox, wie heißt du? Ah, du ja, ich heiße Vedox, ja. Genau. In Showers? Das hast du bin dir in Showers hinterhergerannt? Main Hall ja, war es auf jeden Fall beide. Main Hall und da bist du ganz weird gemoved. Da war auch Schillaxe und. Ja, ich habe nur geschaut, ob da irgendwelche Leichen liegen. Ja, geschaut, ob da irgendwelche Leichen liegen. Zweimal bist du gestorben? Hier. Aber Schillaxe war auch nicht tot, ja, ne? Die war auch noch genau. Da. Genau. Aber das ja, Ding ist, Schillaxe weil wir war auch da. Nee, Tony Macaroni. Also. Tony Macaroni. Okay, Tony Macaroni, Sören. Wer hat vorhin Annika gecallt und was war nochmal der Grund? Weil sie ist jetzt tot. Ne, Annika ist Annika, das ist der Grund. Aber einer hat Annika gecallt, oder? Sie sagt gerade im Hintergrund ganz laut, fick dich, Vedox. Ich dir liebe Grüße aus. War das einfach so ja, Spaß war, oder ja. Hatte das eine game-technische... Keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. Ja, danke auf jeden Fall. Wilde Votes. Keine Ahnung. Vielen Dank. Ja, cool, dann habe ich doch Monster gewartet. Das war das Wichtigste des Tote. Tages. Ja, das war komplett unterbewusst. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Kurzschlusshandlung. Mehr war das gerade nicht von mir. Keine Ahnung. Ich kann den Button nochmal drücken. Ach Gott, ich hab die Task auch noch. Oje. Oje. Hier keiner. Muss halt den Button noch drücken. Ich wollte gerade den Button drücken. Well done. Du spielst. Ja, ja. Scheiße, das hätten wir nicht gewinnen dürfen. Wenn wir hat Sky als Vedox, oder? Sehr interessant. Das war tatsächlich ein Self-Report, als Trixie mich gekillt hat. Ja, natürlich. Wenn ich Imposter werde, wird halt Sky Imposter. Das ist wirklich schon... Das war's auch schon mit dieser Folge. Aber schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Wetten, Killen und Niederschnitzeln. Bis dann.